rote Team. Also wir werden sie auch heute wieder an den Mikrofonen durch diese Partie begleiten. Wales gegen Polen. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit. Alle. Die Riesenaktion von Szczęsny. Jetzt die Ecke. Erstmal geklärt. Abwehr muss aufpassen. Sie kommen. Jetzt der Versuch. Vielleicht etwas weit weg gewesen, dieser Schuss. Der Torwart hat ihn sicher. Sie haben den Ball. Buschi, kurz mal zu Robert Lewandowski. Was traust du ihm heute zu? Gerade wenn es um den Spielaufbau geht, wird er hier heute gefordert sein. Da kann er seine Stärken ausspielen. Ja, guter Steilpass hier. Jetzt kann sich was entwickeln. Kein Tor. Szczęsny ist der Sieger in diesem 1-gegen-1-Duell. Ecke kommt. Zielinski. Ball läuft gut. Piotr Zielinski. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Lewandowski. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Gute Balleroberung hier. Da mit viel Übersicht. Macht er gut. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Und damit sind sie am Ball. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Ja, an Bednarik. Schönes Tackling und den Ball erobert. Sie suchen die Lücke. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen, abseits. Ui, da haben sie Glück gehabt, das wäre eine gute Chance gewesen, aber abseits. Bilic. Jetzt Lewandowski. Er zieht vorbei. Gutes Tackling. Zweikampf jetzt. Stark gemacht, das könnte was werden. Er gibt abseits. Da kann er sich den Ball holen. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. So, klasse Pass. Was für eine Chance. Weiter Gefahr nach Szczęsnys Abwehr. So, Gefahr ist erstmal bereinigt. Ganz sicher geklärt. Ganz stark abgeblockt. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Robert Lewandowski. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben.
Ich glaube, Robert Lewandowski kann mit der ersten Spielhälfte noch nicht so richtig zufrieden sein, oder? Von ihm muss natürlich mehr kommen. Anstoß Polen, es geht weiter mit Hälfte 2. Nun Lewandowski. Zielinski. Schön durchgesetzt. Souverän gemacht vom Torwart. Auf dem Papier müsste das hier für sie laufen, das ist ja keine Frage. Aber wo sind die Chancen? Wo sind die klaren Chancen? Und so ist es eben nur ein Unentschieden. Bielik. Frühes Stören jetzt. Sie hat den Vorteil abgewartet, aber der hat sich halt nicht eingestellt und dann also doch Freistoß. Da ist der Ball weg. Gute Chance für eine Flanke. Und der Keeper hat den Ball. Joe Allen. Setzt sich klasse durch. Nicht gut vom Verteidiger. Ja, abgepfiffen. Ist wohl doch schlimmer. Liegt noch am Boden. Gute Entscheidung, hier abzupfeifen. Die Betreuer müssen auf den Platz. Ich denke, sie werden wechseln müssen. Genau so ist es. Mit der Verletzung kann er hier unmöglich weiterspielen. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Ball im Seitenaus gibt jetzt natürlich Einwurf. Einwurf Polen. Bielik. Da trennt er ihn fair vom Ball. Könnte die Führung werden. Gehalten von Jesse. Weiter gefährlich. Sie haben den Ball, erstmal durchatmen, aber die Parade eben, die war sensationell. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Bielik. Polen kommt. Macht er gut, Balleroberung. Das macht er sehr gut. Gute Balleroberung hier. Lewandowski. Klasse Einsatz. Was war das denn? Ja, das wird sich der Trainer auch fragen. Schwache Szene, da müssen sie mehr rausmachen. Und Bale. Er lässt sich da nicht aufhalten. Und die Chance. Auch nach dieser Chance auf beiden Seiten weiter keine Tore. Sie halten bisher alles, was es zu halten gibt. Das ist eine ganz starke Vorstellung. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden.
Mit etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Jetzt Krychowiak. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Auf außen ist da durchaus Platz für die Polen. Bielik. Piotr Zielinski. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Ballgewinn, gefährliche Position. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Sie wechseln aus. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Krychowiak. Polen greift noch mal an. Polen versucht viel. Kurz vor Spielende. Noch steht es Remis, aber ich glaube, da kann noch was passieren. Ungefährliche Aktion. Kein Problem für den Torwart. Weg ist der Ball. Lewandowski jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden. Die Riesenaktion von Schäfer.